Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir mit Naruk unterwegs. Mal ein eingesendetes Replay. Das Ganze auf seinem T-70. Ein guter Dreierpanzer. Auf der Karte Kloster. Und die Teams sind eigentlich relativ ausgeglichen von der Wertung her. Also, okay, auf alle Fälle als einzigster auf die rechte Seite. Da sieht man halt, dass das Team noch nicht viel Erfahrung hat. Man lässt eigentlich nie eine Flanke komplett offen. Wenn, dann muss man auf alle Fälle gleich die andere Seite pushen, um Map Control aufzubauen. Aber mal schauen, was hier jetzt herauskommt. Panzer 1C ist auf alle Fälle ein gefährliches Ziel. Natürlich. Abgeprallt. Ja, da hat er schon ein bisschen Leben einbüßen müssen. So, jetzt kommt der nächste. Zum Glück kommen die ja alle nacheinander. Kommt natürlich nicht durch. So, jetzt muss er mit seinem paar HP hier aushalten. Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt hat er sich noch das Leben genommen. Somit hat er jetzt schon 4 Kills. Der hat sich auf die Seite geschmissen. Ich frage mich, wie er das geschafft hat. Wahrscheinlich hier an dem Panzerwrack. Auf was der jetzt geschossen hat, gute Frage. Aber 5 Kills jetzt. Schöner Sieg. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren Naruk auf seinem T-70 auf Klosters Panzerass. Dann Kämpfer, Bombensicher, Duellant, Wirkungsfeuer, Schläger und Spartaner. Ach ne, Nervenausstauer ist herum. 796 Schaden gemacht, 5 Kills, also wirklich schöne Runde, muss man sagen. 16.000 plus. Das Ganze in 4 Minuten, ohne Worte, und hat sogar noch 550 Schaden abgewehrt. Also wirklich schöne Runde, auch mit so einem kleinen Panzer.
Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.